Huhu, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dragos News. Ja, ich habe eine kleine Pause machen müssen sozusagen. Ich hatte ja so starke Entzündungen, dass ich leider ja im Bett sein musste. Ich konnte fast kaum etwas machen. Und jetzt habe ich ja wieder Lust natürlich weiterzumachen. Tut mir leid eben für die kurze Pause. Okay, das ist nochmal das falsche Ding. Ja, wir müssen fliegen. Ja, das ist alles noch verbuggt natürlich. Ja, ich hätte es wirklich gerne, dass ich natürlich den Server gut einstellen könnte, aber das ist alles so extrem schwer gemacht. Ist alles ein bisschen verbuggt und so weiter. Ja, deshalb, ich weiß es nicht, was mit der Zukunft sein wird. Ihr dürftet gerne den Server unterstützen und mich auch ein bisschen unterstützen. Wie gesagt, ich mache immer alles für euch, aber wegen gesundheitlichen Problemen gibt es halt manchmal einfach kurze Pausen, hoffentlich nicht allzu lange. Und ja, auf jeden Fall habe ich jetzt auch wieder sehr, sehr viel Bock. Ich werde TESO, also The Elder Scrolls Online, livestreamen. Und let's playen. Ich werde vielleicht schon mal mit einem Part beginnen. Kommt der goldene Apfel hin? Irgendwo muss ein goldener Apfel hinkommen. Ach komm, halt hier hin. Ja, Kistenprobleme. Dann kommt sicher bald auch Need for Speed Syndicate. Den muss ich natürlich zuerst kaufen. Ich hoffe, es klappt gut mit der Aufnahme und so, weil das auch sehr viel ja, Leistung kostet, oder? Zu Livestreamen und so weiter. Das werde ich dann einfach mal testen. Ja, dann habe ich vor Grimdawn Ashes of Malmoth zu Let's Playen. Da werde ich natürlich wahrscheinlich nicht so viel Livestreams machen können, aber so gut wie möglich, gell? Und ja, ich werde sicher dann 1.3 von Minecraft, 1.13 meine ich, von Minecraft livestreamen. Ja, muss dann auch mal schauen, ob es gut geht mit Livestreams, weil ja, die Videos werden so nicht so gefunden, wenn es nicht so beliebte Titel sind und so Sachen. Und das habe ich da einfach ein bisschen. Ich möchte einfach mich wieder ein bisschen nach oben bringen mit diesen ja, Videos, weil mit Livestreams ist es momentan so, ich verliere eher Zuschauer. Das liegt einfach daran, dass die Videos nicht zu viel anlocken und die Leute auch langsam auch wieder die Lust verlieren, weil da gibt es wieder ein Problem und dort. Ja, ist es ein bisschen Depri, weiß es auch nicht wieso. Aber vor allem, sorry, habe ich echt nicht gerade so viel Lust, jetzt wieder den ganzen Tag zu livestreamen. Muss ich schauen, gell? Auf jeden Fall kommen jetzt viel mehr Videos auch. Die könnt ihr dann auch immer wieder anschauen oder weiterschauen. In Livestream ist es halt immer so, dass ihr natürlich kurz schaut und dann merkt, ja, es ist nicht so für euch und dann geht ihr weg und ihr kommt dann wahrscheinlich nicht mehr, weil ihr denkt, ja, so, ja, ich glaube, bei ihm macht es momentan nicht so viel Spaß, weil, ja, er hat halt Probleme beim Plugin einstellen und keine anderen Leute kommen. Da werde ich momentan nicht so viel zuschauen und das ist eben das Problem. Auch mögen manchmal die Leute nicht, dass ich manchmal auch ein bisschen zu direkt, zu böse bin sozusagen, direkt die Leute bannen und so Sachen. Ich werde es natürlich nicht machen, aber wenn einer kommt und meint, er müsse mich beschimpfen, weil der Server von Jennix einen Neustart gehabt hat, dann kann ich nichts dafür. Ich habe nur den eigentlich gebannt und vielleicht ein paar ausländische Spammer oder so, aber ich tue niemand bannen. Ich brauche das überhaupt nicht, oder?
Und das verstehen meistens da die Leute nicht gerade so gut. Ja, also, ich werde sicher schauen, dass ich jeden Tag ein Video hier vom Server machen kann. Ein Video von Grimdown und sicher auch noch ein Video von Taser. Sonst einfach Taser vielleicht im Livestream oder hier auch ein bisschen Minecraft im Livestream. Und wenn ich dann das Geld habe, also ich habe immer wieder, also alle 15 Tage habe ich 150 Euro für Livestream natürlich zur Verfügung, zum Spiele kaufen und so weiter. Aber ich muss natürlich auch sicher mal ein Drittel sparen, damit ich natürlich bessere Hardware noch kaufen kann. Vor allem ein neues Mikrofon, das nicht so sensibel ist. Und das geht halt lange, bis man das Geld zusammen hat. Aber gut, es wird alles gut gehen, denke ich. Vor allem habe ich gemerkt, wie jetzt meine Muskeln machen, dass ich einfach genug wieder trainiere, oder? Weil ich tue eigentlich immer morgens so um 4 bis 5 Uhr aufstehen und trainiere dann bis um 12 Uhr. Also sehr, sehr lange. Und dann habe ich eigentlich den ganzen Abend auch Zeit zum Livestream und Sachen. Aber das tut man mich halt auch ein bisschen, ja, nerven, beziehungsweise halt einfach. Ich habe einfach ein bisschen Mühe. Ich brauche halt auch langsam ein paar mehr Leute. Aber wenn die ja nicht die kommen wollen, dann ist es halt nicht so schlimm oder schade. Aber ich hätte schon gerne ein bisschen mehr. Naja, jeder will natürlich ein bisschen mehr, aber. Ja, geht halt nicht, oder? Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Zusehen und viel Spaß mit weiteren Videos und Livestreams. Bitte schreibt einfach, wenn ihr irgendwas wollt und oder euch etwas wünschen wollt. Ihr dürft jederzeit mir auch privat irgendwie auf Discord oder auf Steam, Twitch oder Skype, YouTube. PN schreiben, gell? Kein Problem. Also, der Server läuft noch 16 Tage. Ich werde dann in 16 Tagen überlegen, ob der Server natürlich noch weitergeht. Sonst werde ich ihn runterladen und dann einfach weitermachen, wenn ich mehr Erfolg habe, gell? Ich hoffe das Beste, weil die meisten kennen, glaube ich, gar nicht mehr so, was der Server eigentlich zu bieten hat und so weiter. Vielleicht nochmal ein Video machen. Jo, also Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.